Hi Freunde, heute gibt es wieder einen leckeren Salat, einen Avocado-Erdbeersalat. Was soll ich sagen? Pinienkerne, bisschen angeröstet, kommen oben drüber. Und das Dressing ist ein Honig mit Senf vermixt Dressing, also ein Senf-Honig-Dressing. Und der Salat, in dem Falle habe ich zwei Mini-Romanas genommen. Ein bisschen Füllstoff braucht man. So, und lange Rede, gar keinen Sinn, es geht los. Und hier die Zutaten: Erdbeeren, Pinienkerne, zwei Avocado, eine Zitrone, Honigsenf fürs Dressing, Salz, Pfeffer, ist klar. Und zwei Salatköpfe, in dem Falle ist das Mini-Romana. Und damit das Ganze nicht ganz fleischfrei ist, zwei Hühnerbrüste diesmal. Die werde ich in Streifen schneiden und anbraten. Und mit dem Hühnchen fange ich auch gleich an. Das schneide ich hier in. So, ich habe eine Pfanne aufgestellt. Und da kommt jetzt neutrales Öl rein, also in meinem Falle ist es Sonnenblumenöl. Jetzt kommt hier schon mal Salz und Pfeffer rüber. Und nach 2 Minuten wird das Fleisch einmal gewendet. Weitere 2 Minuten später wird das Fleisch auf einem Teller geparkt und die zweite Rutsche kommt hinein. Vier Minuten später ist auch die zweite Rutsche fertig. Als nächstes bereite ich mal den Romana vor. Schneide ich hier unten den Strunk ab und jetzt erkennt man hier auch, kennt man es ja, dass die äußeren Blätter nicht immer, aber immer öfter, leichte bräunliche Stellen haben, aber das sieht ganz gut aus. Bei dem habe ich so ein bisschen den Verdacht, der sieht mir ja etwas schmutziger aus. Ja, also da nehme ich mal die, ohne weiter zu gucken, mal die äußeren komplett weg. Und das wird Hasenfutter. So, jetzt mache ich die Blätter im Ganzen mal ab. Die werden dann in der Spüle gewaschen. So, schön gewaschen. Und jetzt lege ich mir ein paar Blätter so übereinander und zerrupfe den Salat. Ich habe mal irgendwann gehört, man soll Salat nicht unbedingt mit dem Messer zerkleinern. Warum? Keine Ahnung. Also, so, das mache ich jetzt hier mit allen Blättern. So, der Salat ist jetzt vorbereitet. Ich werde ihn jetzt noch nicht schleudern. Das mache ich erst zum Schluss. Aber er kriegt schon seinen Deckel und wird ebenfalls beiseite gestellt.
Jetzt wird es Zeit, dass man sich ums Dressing kümmert. Und da nehme ich jeweils einen Teelöffel Senf. Und Honig. Ja, wir haben heute den heißesten Tag des Jahres, wohl offensichtlich mit 35 Grad. Und man merkt es am Honig. Jetzt habe ich endlich einen ganzen Löffel. Jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Teelöffel, aber das macht nichts. Das kann jeder so machen, wirklich, wie er es gerne möchte. Und ob nun ein bisschen mehr Senf, ein bisschen mehr Essig, ob nun ein bisschen mehr Honig oder noch ein bisschen mehr Senf dazu, das bleibt jedem selbst überlassen. Jetzt haben wir hier eine schöne Bio-Zitrone. So, die eine Hälfte quetsche ich jetzt hier aus. Ist doch da glatt ein Kern reingefallen. So, Salz, Pfeffer und Zitrone ist drin. Was fehlt noch? Natürlich gutes, kaltgepresstes Olivenöl, in diesem Falle aus der Türkei, mitgebracht worden uns, netterweise. Jetzt rühre ich das Ganze schon mal ein wenig um. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Wie immer schön aufpassen, dass er auch wirklich gut sitzt, weil andernfalls könnte man sich mit dem Geschüttel, was ich jetzt hier mache, ziemlich die Küche versauen. Da es nicht meine Küche ist, nur bin ich mal etwas besonders vorsichtig. So, Dressing fertig, kommt auch auf die Seite. Ja, na, jetzt können wir schon mal so ganz langsam anfangen. Aus der ganzen Geschichte, die ich bisher hier fabriziert habe, einen Salat zusammen zu mixen. Hier hat eine helfende Hand schon die Erdbeeren geputzt, sauber gemacht, den Strunk abgeschnitten. Die müssen jetzt nur noch halbiert werden und dann kommen sie direkt in den Salat. So, jetzt ist es langsam an der Zeit, die Avocado zu schneiden. Aha. Die sieht nicht schlecht aus. Nehme ich mir jetzt hier so einen Löffel und versuche so ganz eng wie möglich in der Schale dieses Fruchtfleisch hier rauszuholen. Gelingt eigentlich fast immer gut. Jetzt muss es natürlich schnell gehen, weil durch den Sauerstoff oxidiert diese Frucht sehr gerne und vor allen Dingen auch sehr schnell. Kennt man auch von Äpfeln, die werden auch ganz schnell braun. Jetzt schneide ich die Hälften in Streifen und die kommen jetzt hier in meine Schüssel. Und werden sofort mit Zitronensaft beträufelt. So, jetzt werden die Erdbeeren halbiert. Die großen hier kann man ruhig auch vierteln. Das ist hier also eine ganze Schale. Ich glaube 400 Gramm oder so sind da drin. Wir lieben es,
ganz viel Früchte in den Salat und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Salatschüssel, die ich hier ausgesucht habe, ein bisschen knirsch wird. Aber wir werden sehen. Jetzt fange ich schon mal vorsichtig an, das Ganze zu vermengen. Damit schon mal die Gemüse- und Obstteile so etwas auseinanderfallen. Jetzt kommt die Sache mit der Salatschleuder. Ich finde das Ding toll. Also, das ist ja richtig ein schönes Spielzeug. Gut, Verzeihung. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel von dem Romana wir da drüber kriegen. Den muss man ja natürlich nachher auch noch ein bisschen wenden können. Ich glaube, das ist schon genug. Und nein, ich habe die Pinienkerne nicht vergessen. Die werden natürlich jetzt noch angeröstet. Und ja, ich benutze die gleiche Pfanne, wie ich vorhin auch die Hühnerbrüste angebraten habe. Aber die Pfanne ist mittlerweile so trocken, das ist nicht weiter tragisch. Wie pflege ich immer zu sagen, nach Braun kommt Schwarz und nach Schwarz kommt verkohlt. Man sollte hier also immer schön aufpassen, die Kameraden in Bewegung halten, das ist ganz wichtig und ja, die dauern nicht allzu lange. Jetzt kommt hier über unseren Salat das Dressing. Und das Ganze versuche ich jetzt mal vorsichtig zu vermengen. Jetzt kommt unser Hühnchen wieder ins Spiel. Das ist also noch lauwarm, also ist es natürlich nicht mehr ganz heiß, aber soll es ja auch nicht. Und wem die Stücken zu dick sind oder zu groß oder wie auch immer, der kann sie natürlich gerne auch kleiner schneiden. Aber wir mögen es so. So, zu guter Letzt kommen die gerösteten Pinienkerne hier drüber. Et voilà. Der Salat ist fertig. Wem das Video gefallen hat, der gebe mir einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, na klar, abschließen, kostet nichts. Und ja, ich wünsche uns jetzt erstmal einen schönen Appetit. Und guten Appetit sagt man ja. Ne? Nee, schönen Appetit ist Quatsch. Man schläft schön, aber man schläft auch gut. Ich fange schon wieder an zu labern. Bis zum nächsten Mal.